Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin. Wir sind im Goldenen Löwen in der wunderschönen Kneipe gleich um die Ecke in der Baker Street und haben uns über den einen oder anderen Umweg den Zugang erschlichen zu Tür Nummer 1. Ja, ich hoffe, wir dürfen jetzt auch richtig rein und können auch endlich mal weiterkommen. Wir brauchen den Buchhändler. Oh, Schildkröten. Los, Ginger! Lauf, lauf! Schneller, Tracy! Barnes! Dr. Watson, was tun Sie denn hier? Ich habe Sie gesucht, Barnes. Sie müssen Ihr Geschäft für mich öffnen. Unmöglich, Doktor! Ich habe mein ganzes Geld und einiges mehr auf diese Schildkröte gesetzt. Wenn ich jetzt den Tisch verlasse, wird mich vielleicht jemand übers Ohr hauen. Los, Ginger! Warum spielen Sie überhaupt? Das sieht Ihnen gar nicht ähnlich. Gib alles, Ginger! Ich brauchte das Geld für ein paar neue Experimente. Dann hörte ich von diesem Ort und ich verlor fast alles bei einem Hundekampf. Aber die Schildkröten bringen alles wieder rein. Los, Ginger! Oh, oh nein! Zahltag, Barnes. Aber ich bin, pleite. Können Sie mir etwas Geld leihen, Dr. Watson? Na schön. Wie viel schuldet er Ihnen? 81 Pfund und 6 Pence. Wie bitte? Sie bekommen es zurück, Dr. Watson. In ein paar Wochen oder Monaten. Oder Jahren. So viel Geld habe ich nicht bei mir. Aber ich könnte Ihnen einen Schuldschein ausstellen. Pech! Ich nehme nur Bargeld. Besorgen Sie es. Oder Ihr kleiner Freund erlebt den nächsten Sonnenaufgang nicht mehr. Bitte, Doktor. Ich flehe Sie an. Wie ich sehe, haben Sie Ihren Freund gefunden, Doktor. Was ist hier los? Oh, das gibt eine schöne Schlagzeile. Dieser arme Schlucker steht bei mir mit 81 Pfund in der Kreide. Ich warte schon über eine Woche und jetzt will ich endlich mein Geld sehen. Aber dieser Gentleman ist Dr. Watson, ein Ehrenmann. Er garantiert Ihnen das. Unwahrscheinlich. Entweder Bargeld oder gar nichts. Wenn ich richtig verstanden habe, Doktor, müssen Sie Barnes fortschaffen, um sein Leben zu retten und gleichzeitig Ihr eigenes Problem zu lösen? Exakt. Aber das scheint mir nicht sehr ratsam. Mister, kann ich Sie unter vier Augen sprechen? Also schön. In Ordnung. Ich wäre auch mit ein paar Juwelen oder Schmuckstücken zufrieden. Oder einer Trophäe oder einem Orden. Keine Sorge. Dr. Watson wird sicher etwas Angemessenes finden. Ich warte hier, Doktor, und passe auf, dass Ihrem Freund Barnes kein Haar gekrümmt wird. Ich tue mein Möglichstes, Barnes. Sie hätten es verdient, dass ich Sie diesen Gaunern überlasse. Wo kann ich etwas finden, das ich diesen Schurken geben kann? Hm. Er sagte Orden. Und per Zufall haben wir einen Orden gefunden. Und zwar in den, Unterlagen bzw. in den Schatzkisten des guten Sherlock Holmes und seinen Erinnerungskisten. Ja, super. Wir beklauen als Dr. Watson unseren Freund Sherlock Holmes und, wir können wohl nur unsere Wohnung nach etwas absuchen, mit dem wir die Verbrecher im Goldenen Löwen bezahlen können. Ja, also wir durchsuchen jetzt seine Sachen, beklauen unseren Freund, damit wir ihm bei einem Fall helfen können. Also im Endeffekt für eine gute Sache. Ich glaube, mein Gewissen ist rein. Ich bin einverstanden. Wir machen das. Es ist ein Riesenvorteil, im Vorfeld alles zu durchsuchen. Und wenn man Glück hat, erinnert man sich sogar. Der Orden der Ehrenlegion, der Holmes verliehen wurde. Ich sehe nichts anderes. Oh Gott, wenn er merkt, dass er fehlt. Morgen muss ich ihn von diesen Gaunern zurückkaufen, sobald ich das nötige Kleingeld habe. Ja, die Frage ist, werden sie so lange auf dich warten oder werden sie den Orden schon vorher verscherbeln für ihr Amüsement? Vielleicht auch für das Wohlbefinden einem
ja, reichen Doktor das Leben schwer gemacht zu haben. Naja. Ich bin gespannt. Ach ja, das Gute zur heutigen Zeit ist, man kann einen Freund relativ schnell fragen. Einverstanden, kann ich mir was holen? Kriegst es auch morgen wieder. Vor allem, wenn es um so einen Fall geht. Aber in der Zeit gab es keine Handys. Das ging nicht. Man konnte nicht einfach sagen, anrufen und sagen, hier, Dr. Watson, Sherlock, kann ich mir deinen Orden ausleihen, damit ich den Buchhändler befreien kann, damit der uns dann weiterhelfen kann. Also, boah, das ist schon eine harte Nummer. Aber was mir aufgefallen ist, dieser freie Journalist, wie hieß er noch? Wir haben doch einen Moment, ich guck gerade nach, das interessiert mich jetzt nochmal. Der freie Journalist. Wir haben von dem irgendwas bekommen, eine Karte. Gedicht. Nachrichten. Ah, hier. Hier ist er. Piers Urquhart Allen. Freier Journalist. Der taucht mir schon wieder in einer sehr, sehr seltsamen Situation und Gegenden auf. Und er sieht doch nicht mal so aus, als würde er wirklich eine Story schreiben. Also der hat keine Notizen gemacht. Der hat einfach nur, ja, ich helfe mal Dr. Watson. Warum? Was ist denn das für ein Gutsmensch? Gutmensch, ich verstehe den nicht. Der ist mir sehr suspekt. Na gut, egal. Wir haben den Gegenstand, den wir brauchen und können ihn abgeben. Und, Doktor, haben Sie die Wunderdroge gefunden, die Ihren Patienten davor bewahrt, heute Nacht zu sterben? Es reicht, Sie Gauner. Ich komme morgen wieder und kaufe es mir zurück. Plus Zinsen, verstanden? Danke, Doktor. Tausend Dank. Sie sind ein guter Kerl, Doktor. Ein wahrer Retter in der Not. Jetzt öffnen Sie endlich das Geschäft, Barnes. Und zwar schnell. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Doktor. Sagen Sie einfach, was Sie brauchen. Und in weniger als einer Stunde haben Sie es. Also, als erstes würde ich sagen, räum hier mal auf. Das sieht ja aus wie auf der Müllkippe. Als zweites brauchen wir ein Buch über die Artus-Saga. Ich suche ein Werk, das sich so detailliert wie möglich mit den Rittern der Tafelrunde und König Artus beschäftigt. Wenn möglich, mit Abbildungen der Wappen. Gewiss doch, so etwas müsste ich haben. Ein seltenes Exemplar, wenn ich nur wüsste, wo ich es hingelegt habe. Ich helfe Ihnen bei der Suche. Okay, wir dürfen das Buch suchen. Dann bin ich mal gespannt. Hier ist es nicht dabei. Auf dem Tisch liegt es auch nicht. So, komm, hier vorne hin. Wir fangen hier vorne an. Nö. Und auch nicht. So. Okay, hier hinten in der Ecke ist es nicht. Na, gibt es da nicht auch einen anderen Winkel? Nein, gut. Dann ist er da in der Ecke auch nicht. Dann kann er nur noch hier sein. Sagte er und wurde enttäuscht. Hallo? Ich bin verwirrt. Es kann doch nicht so schwer sein, ein doofes Buch zu finden in einer nicht geordneten Bücherei. Ach Mann. So, müssen wir mal hier. Aber hier war nichts. Na gut, wir fragen ihn. Der wird doch wohl einen Winkel kennen, in dem er es vielleicht versteckt haben könnte. So, da vorne hin und gleich wechsle ich die Steuerung, wenn die... Habe ich jetzt nur? Wo ist dieses Buch? Wenn diese
Wegfindung hier gerade wieder so furchtbar ist, dann mache ich es wieder von Hand in der anderen Ansicht. Und bis jetzt geht's hier wieder. Da hinten war es nicht dabei. Habe ich was übersehen? Stelle ich mich wieder dumm an? Ja. Ich glaube schon. Ich stelle mich gerade wieder etwas dumm an. Irgendwie näher ran. Ah, da ist ein anderer. So, da waren wir schon. Nee? Also, ja, gut. Ha. Das ist hier in der Mitte irgendwo. Im Eingang haben wir auch geschaut. Ich bin mir ganz sicher. Hopp. Ah, doch hier. Gott, blind ist der Mensch. Okay, was haben wir denn da? Die 32, Seite 32. Ritterlichkeit und Spiritismus. Die Kehrseite der Tafelrunde. Das ist ein Schwert auf einem Wappen mit drei Lilien oder Kronen. Kronen wahrscheinlich. Sir Bedivere, Sir Boros de Gaines hat das Rote Kreuz. Sir Balin hat drei Striche. Drei Löwen für den Sir Lancelot. Sir Parsival, das einsame Herz. Sir Tristram, das ist ein aufbäumender Löwe. Der Drache am Kreuz ist Sir Lamorak. Sir Kay hat das Waldhorn. Das waren sie schon. Ich hab nur 8 Ritter, kann irgendwie nicht sein, oder? Na gut, und werden wir nicht mehr brauchen. Ritterlichkeit und Spiritismus. Die Kehrseite der Tafelrunde. Das ist es. Habe ich recht. Genau. Das ist es. Ein seltenes und sehr umfassendes Werk. Ich nehme es. Ziehen Sie es mir vom Betrag ab, den Sie mir schulden, Barnes. Ich muss jetzt los und... Warten Sie, Dr. Watson. Bevor Sie gehen, wollte ich... Warten Sie. Gleich hab ich's. Hier. Dieses Buch ist wirklich extrem selten. Es steht sogar mit 98 Pfund und 9 Pence im Verzeichnis. Es ist ein kostbares Buch und wir könnten doch... Sie haben Glück, dass ich in Eile bin, Barnes. Sonst würde ich Ihnen Ihr unverschämtes Mundwerk damit stopfen. Das wären mir die 98 Pfund und 9 Pence allemal wert. Okay. Wow. Was ist denn das für ein Buch? Es ist unvollständig, weil es hat nur diese 8 Wappen. Es muss mehr geben. Da bin ich fast hundertprozentig von überzeugt. Und kostet fast 100 Pfund. Ist das in Goldlettern geschrieben oder war es aus Echtgold? Ich habe keine Ahnung. Sei es drum, wir haben, was wir brauchen. Das Buch. Buch? Ja, da ist es. Gut. Und jetzt zurück zu unserem Helden. Dem Sherlock Holmes, dem Bewacher der Tafelrunde. Die Frage ist, wo müssen wir lang? Ich brauche eine Droschke oder sowas. Hallo? Ach, oder ja, genau, über die Karte. Nachdenken, Wenter, nachdenken. So, Karte von London. Der Osten mit dem Tower. Und sofort sind wir da. Da sind Sie ja, Watson. Warum hat das so lange gedauert? Haben Sie, was ich brauche? Es gab Schwierigkeiten. Aber das Buch hier wird uns weiterhelfen. Ein nutzloses Buch, geschrieben von einem unseriösen Autor. Ein Ladenhüter, den Barnes nicht los wurde. Wahrscheinlich hat es Sie nicht einmal etwas gekostet. Watson, Sie sollten mehr Herz zeigen. Dieser kleine Buchladen kann jeden Pence gebrauchen. Wenn Sie das sagen, Holmes. Schön, das sollte genügen. Während Sie herumtrödelten, habe ich die Inschrift entziffert. Die Übersetzung lautet wie folgt.
Lamorak sah den ersten Morgenstern. Bruce sorgsam die Glewe schärfte. Parsifal griff zum Krähenschnabel gern. Dem Bedivere war sein Bartaxt Gefährte. Kay schwang die Partisan für gewöhnlich. Doch Lancelots Heer hielt ihn zurück. Das Schwert in der Hand eilte er wieder zum König. Und die anderen marschierten der Reihe nach mit. Okay. Was sagt mir das? Dieses Lied erwähnt spezielle Stangenwaffen. Watson, bleiben Sie hier und sorgen Sie dafür, dass die Kreatur hinter der Mauer nicht entkommt. Wohin gehen Sie denn, Holmes? Ich muss herausfinden, wie man diese Tür öffnet. Yay, wir sind Sherlock Holmes und reden mit unserem Watson. Wahrscheinlich weiß er besser Bescheid, wie man diese Tür öffnet. Brrr, es ist recht kalt in der Gruft, Holmes. Na gut, und er? Haben Sie etwas entdeckt, Mr. Holmes? Ich denke, wir brauchen das Gedicht nochmal. Also, Lamorak sah den ersten Morgenstern. Groß sorgsam die Glewe schärfte. Parsifal griff zum Krähenschnabel gern. Dem Bedivere war seine Bartaxtgefährte. Kaye schwang die Partisane für gewöhnlich. Doch Lancelots Heer hielt ihn zurück. Das Schwert in der Hand eilte er wieder zum König. Und die anderen marschierten der Reihe nach mit. Also wir haben einen ganzen Stapel an Waffen. Morgenstern, Glewe, Krähenschnabel, Bartaxt, Partisane und Schwert. Und die Namen hier haben wir alle im Buch gesehen. Hier. Bedivere ist ja, Bedivere ist die, wisst ihr was, das schreibe ich mir gerade mal auf eine Liste. Ganz kurz, Bedivere ist Bartaxt. Das hat bestimmt was zu bedeuten. Lamorak, Morgenstern. Dann haben wir den Boss. Der hat die Glewe. Parsifal. Parsifal hat den Krähenschnabel. Der Lancelot hat das Schwert. Irgendjemanden vergessen? Na, Kay. Den Kay. Die Kaye. Kaye hat die Partisanen. So, und jetzt wissen wir, wer ist. Das heißt, der Bedivere hat die Bartaxt. Und hier haben wir die Wappen dazu. Ich habe einen ganz, ganz dunklen Verdacht. Ich hoffe, das beweist sich. Hier, seht ihr die Wappen? Die Wappen. Da, das ist das Schwert mit diesen drei Dings oben drüber. Das Schwert Bedivere hat mir gesagt, ist die Bartaxt. Das Rotkreuz, der Boss ist die Glewe. Dann ist das hier der Parsifal mit dem Herzen, genau. Und der Parsifal hatte den Krähenschnabel. Kann man die Schrift schon kaum nochmal lesen. Ich müsste gleich nochmal sauber aufschreiben, denke ich. Das mit dem Horne ist der Kay. Der Kay und der Kay hatte die Partisan. Okay, Lancelot hat das Schwert. Okay. Und hinten der Drache, der das Kreuz bespringt. Der Lamorak. Der Lamorak hat den Morgenstern. Okay. Bringen wir uns nun bedingt weiter. Von denen redet jetzt auch keiner mit uns. Falls nichts Sinnvolles.
Muss ich irgendjemanden finden, der sich mit den Waffen auskennt oder so? Kann das sein? Hat er nicht sowas gesagt, der Sherlock? Na? Ja, dankeschön. Wer könnte sich mit den Waffen auskennen? Also den einen Wachmann haben wir jetzt gerade unten im Keller stehen. Dr. Watson haben wir gefragt. Wer könnte sich noch mit den Waffen auskennen? Wer könnte sich vom Krieg... Wo kriege ich die Waffen nochmal her? Wir versuchen es im Tower. Ich bin da unverbesserlich. Irgendwann muss es ja da oben irgendwo hingehen. Geschlossen. Na, beim nächsten Mal. Oder wenn wir vielleicht irgendwelche neuen Schlüssel finden, dann können wir da auch nochmal vorbeischauen. Genau. Wo hatten wir nochmal einen gesehen? Bei der Küche nicht, sondern bei den Schlafräumen. Bei den Schlafräumen. Da wurden wir hingeschickt. Hat der Wachmann, der unten im Keller steht, gesagt, geh mal bei die Schlafräume und frag dort nach. Und hier muss ich jetzt aussteigen. Es ist ein bisschen her mit der letzten Folge. Bin jetzt nicht mehr ganz bei der Sache. Geh dorthin und frag nach. Da waren wir mit Dr. Watson dort gewesen, glaube ich. Und wenn der noch da ist, der Wachmann, dann steht er hier irgendwo in der Gegend rum. Aber ich weiß gar nicht mehr, was wir bei dem wollten. Ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid, ist Altersdemenz. Das ist selektive Wahrnehmung. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, warum wir hier hochgelaufen sind. Der hat uns irgendwelche Lappalien erzählt und daraufhin konnten wir weitermachen. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Und er hat hier vorne rumgelungert. Und ja, er ist nicht mehr da. Vielleicht ist er reingegangen. Oh. Ja, nee. Er ist wohl vielleicht doch nicht reingegangen. Kamera. Hier vielleicht bei der abgesperrten Kammer. Geschlossen. Okay, wo könnte er stehen? Tower, genau. So, wir müssten jetzt hier sein. Beim Queens Haus. Das ist der Turm, in dem wir gerade drin waren. Der Wehrgang obendrauf. Green Tower, keine Ahnung. Die römische Mauer. Schafottplatz. Also an den Stellen hatten wir eigentlich noch nicht einen Menschen gesehen. Waffenkammer. Das ist nämlich ganz interessant. Vielleicht ist ja bei der Waffenkammer etwas. Und weil es sich ja um Waffen handelt, um Stangenwaffen wohlgemerkt. Sie müssen Sherlock Holmes sein, nicht wahr? Der Oberwärter schickt mich. Wie kann ich Ihnen helfen? Können Sie mir bei der Identifizierung einiger Waffen helfen? Gewiss doch. Zeigen Sie sie mir und ich sage Ihnen, worum es sich handelt. Aha. Okay. Ja, manchmal ist das Rätselslösung so nah. So, was haben wir hier? Also, was wir suchen, sind diese Stangenwaffen. Naja, das müssten wohl welche sein.
Heute sagt man dazu Speer, doch im Mittelalter nannte man es eine Glewe. Oh, Glewe. Glewe, auch genannt Speer. Okay. Ich habe es mir montiert, gleich neben der Glewe von dem Boss. Dieser Haken ist ein Bec de Cobain oder auch Krähenschnabel. Dazu gehörte immer ein Hammer oder ein Stachel. Okay, das zweite, was wir gefunden haben, ist der Krähenschnabel von Parzival. Oder so? Ja. Krähenschnabel von Parzival. Was haben wir hier? Diese Waffen sind schwer. Ich kann nur zwei auf einmal nehmen. Na gut, ich behaupte jetzt mal, wir werden keine großen Abenteuer auf dem Weg von hier... Oh Gott sei Dank, es wäre auch nicht so weit. Aber stell dich vor, wir müssten das jedes Mal über den Acker laufen, über den Acker laufen, über den Acker laufen. Wir beamen uns dahin. Das macht ein wenig mehr Sinn. So, jetzt müssen wir ganz kurz nochmal aufpassen. Boss ist... So, nein, das wollten wir. Boss ist der mit dem großen Kreuz. Und Boss hatte die Glewe. Sicherheitshalber nochmal nachgeschaut. Boss, Glewe, jawohl, Boss ist der hier mit dem großen Kreuz. Das passt und als Gegenstand war das die Glewe. Und er nennt sie auch gleich Glewe, sehr schön. Ja, großartig. Das sieht aus wie gelöst. Dann haben wir den Krähenschnabel. Der Krähenschnabel war von Parzival. Hier, damit auch hier das sieht. Der Parzivals Krähenschnabel. Und Parzival ist derjenige mit dem Herzen. Also ab ins Inventar. Wir nehmen das Herz. Stecken es hier dazu. Oh ja. Und dann wieder über die Teleporterstange direkt rüber zu der Waffenkammer. So, was ist das für eine Waffe? Eine Partisane. Eine Stangenwaffe. Die Partisane. Partisane. Das war Kais Waffe. Was ist das andere hier? Das ist eine Bartaxt. Eine Art Streitaxt ohne Haken. Eine große Axt eben. Das ist dann die vom Bedivere. Und da nur zwei tragen können, das hat er ja vorhin gesagt. Haben wir jetzt im Inventar die Partisan. Die Partisane, die war von Kai. Dann schauen wir schnell in den Dokumenten nach. Kai ist das Hörnchen. Das Fabelwesen mit dem nur einen Horn. Rein damit. Ein Klick könnte jetzt wenigstens sagen, jawohl, richtig, aber eher nicht. Bartaxt war der Bedivere. Der Bedivere, schauen wir noch mal kurz nach, ist der mit dem Schwerte. Der war ganz links. Und da ist es auch schon. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Wenn das jetzt alles so richtig ist, woher weiß dieses Mechanismus-Ding, welche Stange denn da gerade reingestopft wurde? Dass das jetzt hier die Bartaxt war, dass hier das die Glewe ist, dass hier das die... Parzival war die Krähenschnabel. Woher weiß denn das dieser Mechanismus? Nur so als Gedankenstütze? Oder Denkanstoß? Ach, bin ich doof. Vielleicht am Gewicht gemessen, aber die haben sich ja auch immer von Generation zu Generation geändert. Die Gewichtseinheiten, weil dann wird der Kopf größer, schmaler
und so weiter und so weiter. Das hat sich also wirklich immer wieder gewandelt. Eine Kisame ähnelt, wie jeder weiß, einem Fauchard. Ja, genau. Als hätte ich es nicht... Was? Okay, du darfst wieder zurück. Die brauchen wir definitiv nicht. Eine Hellebarde. Ein wunderbares Stück. Ja, aber keiner von denen hat die Hellebarde geführt. Ich glaube, das war auch gar nicht deren Saison oder deren Zeitalter. Nein, nicht nehmen. Eine Kisame ähnelt, wie jeder weiß, einem Fauchard. Ich bin ein Trottel. Ihr braucht es nicht zu bestätigen, das weiß ich selbst. Versuchen wir das ganze Zeug mal wieder zurückzupacken, bitte, bitte. So, eins von den anderen beiden brauchen wir auch nicht, auf jeden Fall noch. Ich sollte vielleicht abhacken, was ich schon geliefert habe. Das ist ein Luzerner Hammer. Luzerner Hammer. Nee, haben wir nicht gebraucht. Bin ich mir ganz sicher. Hab gerade in meinen Unterlagen, in meinem Schrifttext hier geschaut. Mach weg. Was ist das? Ein Menschenfänger. Die ideale Waffe für einen Polizisten. Ja, hey. Gut, dass wir kein Polizist sind. Mein Gott, ist das Ding fies. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber brauchen tue ich es nicht. Ich hätte vielleicht erstmal vorher schauen sollen, was ich brauche, weil es ist nur noch das Schwert für den Lancelote und der Morgenstern für den Lamorak. Wo kriege ich einen Morgenstern her? Wo kriege ich ein Schwert her? Oh, der hat eins. Oh, da, der hat einen Morgenstern. Kommen Sie, Mr. Holmes. Das ist bloß ein Schwert. Ganz einfach. Okay, sagt das keinem Schmied, weil Schwert war meist schwierig herzustellen, ein gutes. Und da kann man sich relativ schnell vertun. Bei den anderen Waffen, die werden normalerweise relativ schnell hergestellt, je nachdem wie aufwendig diese Haken und so weiter sind. Ein Morgenstern, eine Schlagwaffe, sehr beliebt in der englischen Armee. In der aktuellen englischen Armee. Oder was? Ja, egal, sei es drum. Ja, die Engländer haben ja immer noch diese Morgensterne in der Hand, nur diesmal ohne Spitzen und Stacheln. Nennt sich Schlagstock, aber das ist ja auch schon länger nicht mehr so. Die sind wirklich mit Maschinengewehr und entsprechendem bewaffnet, wenn es denn sein muss. Woher ich das weiß, bei meinem letzten Besuch in England, London, da war ich auch mal, zu Besuch, Sightseeing und so weiter, da war dann eine Bahnhofssperre gewesen und die haben sie dann einfach mal mit dem Maschinengewehr durchgesetzt. War echt unentspannt, so als Touri am Bahnhof, wie dem auch sei. Die waren alle freundlich und so und haben einfach nur grimmig geschaut, damit hat keiner Blödsinn anstellt. Keine Ahnung, was da los war. War einfach gerade an dem Tag so. So, und das müsste der Lamorak sein mit der Keule. Gut aus. Und das Messer kriegt der Lancelote. Elementar. Gut gemacht, Holmes. Wow. Cool. Aber wieder die Frage, das hat keiner von den anderen rausgekriegt. Gut, den Text übersetzen war wohl schwierig. Sehen Sie, eine Fledermaus, Holmes. Tatsächlich, Watson. Sie fürchtet unser Licht, wie Fledermäuse es normalerweise tun. Wir werden sie nur schwerlich anlocken oder fangen können. Könnten wir bloß ihre Orientierung stören? Vielleicht mit einem direkten Lichtstrahl. Passen Sie auf. Sie bleiben hier und hindern sie an der Flucht und ich sehe nach. Was? Ein direkter Lichtstrahl. Okay, wir suchen die Laterne. Oder sollen wir mit der Fackel... Halt, der hat bestimmt was zu sagen. Haben Sie etwas entdeckt, Mr. Holmes? Ja?
Schau mal, hier. Große Tür. Mit einem wahrscheinlich seit Jahrhunderten verschollenen Grab. Da liegt König Arthur. Vielleicht. Haben sie was entdeckt? Boah, der schafft mich. Der schafft mich, der Mann. Ganz ehrlich. Ich habe da einen Raum entdeckt, der seit Jahrhunderten unbetreten geblieben ist. Und er, haben sie was entdeckt? Ha, ich komme da drüber nicht weg, Leute. Das ist, wirst du einfach... Okay, danke. Danke, danke, danke. Der hat echt eine Schwierigkeit, um diese Ecke zu kommen. Ja. Wechsel den Raum. Sehr schön. Großartig. So, lasst mich nachdenken. Lasst mich nachdenken. Wir brauchen Licht. Wo gibt es wahrscheinlich mitunter mobiles Licht, das hell ist? Ah, an die Lampe kommen wir nicht ran. Schade eigentlich. Na, noch einen Schritt weiter. Dankeschön. Das wäre auch nicht. An welcher Stelle können wir denn ein Licht finden, das wir mitholen können, um die arme Fledermaus zu erschrecken? Licht, Licht. Licht. Da hängen überall Lampen rum, aber ich glaube nicht, dass ich die abbauen kann. Macht vielleicht auch zu wenig Sinn. Ich suche hier gerade am... Lass mir völlig fallen. Ha, den hätten wir noch fragen können. Haben Sie etwas entdeckt, Mr. Holmes? Nein. Ah, Mann, wo finde ich denn Licht? Na, nicht da hoch. Nein, 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 nein. Obwohl, vielleicht doch. Vielleicht können wir das Ding von oben abbauen. Oh ja, das wäre vielleicht eine Idee. Manchmal ist es ja so tricky. Wir können das Ding vielleicht von oben abbauen. Oh nein. Nicht runterwechseln, mein Freund. Nicht runterwechseln, okay. Ach, Menno. Das ist immer nur die Tür, glaube ich, oder? Ja, das ist die Tür. Na gut. Auch nicht. Ja, wie dem auch sei. Ich finde es wohl jetzt nicht sofort. Also, und die Folge habe ich auch schon maßlos überzogen, sehe ich gerade. Wie dem auch sei, wir versuchen es in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.